Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schritt unserer Tutorial-Reihe. Heute geht es darum, wie installiere ich ein Template auf meiner Seite. Ein Template ist einfach ein Art Overlay, dass man es optisch ansprechender gestaltet. Wir sehen ja jetzt hier, die Seite ist recht sporadisch, weiß, man kann schon fast sagen weiß in weiß. Das spricht, glaube ich, niemanden an. Und um eine Webseite halt für seine Bedürfnisse besser anzupassen, gibt es Templates. Das kann man quasi drüberlegen, dann kriegt es andere Farben, andere Aufteilungen. Ihr könnt es gerne mal herumgoogeln, welche Templates euch heute recht gut gefallen. Es gibt mehrere Anbieter im Internet, die kostenlose Templates zur Verfügung stellen. Ich persönlich habe mich für das Allrounder-Template entschieden, für unsere Homepage, da es sehr, sehr anpassungsfähig ist. Ich habe das schon in der Version 1.6 damals gehabt auf unserer Clan-Page und die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt mit diesem Template. Es gibt zig Modulpositionen, auf denen ich etwas anzeigen lassen kann und wir haben das komplett umgestrickt damals mit komplett anderen Farben. Damals hat man das noch in der CSS anpassen müssen, in der CSS-Datei. In der Version 3 sind die meisten Einstellungen schon über die Optionen veränderbar. Und jetzt sage ich einfach einmal, wo ich das Template gefunden habe. Und zwar, das gibt es bei lernvid.com. Das würde dann so ausschauen, wie es hier angezeigt wird. Es gibt auch eine Demo-Seite, wenn man da draufklickt, kommt man dann hier hin. Gehen wir auf Home. So würde es ausschauen. Das ist schon mal wesentlich besser, als wie wir es momentan auf unserer Seite haben. So. Und das, was mich halt wirklich begeistert an diesem Template, sind die unzähligen Modulpositionen. Der Ersteller hat sich da wirklich Mühe gegeben, logisch Modulpositionen anzuordnen, wie man sie eventuell benötigen könnte. Eine Modulposition, ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie ein Bücherregal. In einer Modulposition kann ich ablegen, was ich möchte. Ich kann zum Beispiel ein Menü drinnen ablegen, was ich anzeigen lassen möchte, oder einen Besucherzähler. Das bleibt dann euch überlassen. Ihr habt aber auch hier halt, wie gesagt, unheimlich viele Möglichkeiten. Wir haben hier Drittelaufteilung, dann halbe, dann komplette Modulposition hier. Das geht die ganze Seite so weiter. Ich kann, egal was ich möchte, irgendwo hinpflanzen. Zum Beispiel hier, dieses Menü liegt auf Modulposition 7. Und hier herüben, das ist Modulposition 8. Wenn ich die anderen Modulpositionen nicht verwende, rutscht natürlich das Menü von hier herunter gleich hier nach oben unter die Menüleiste. Da habt ihr nachher natürlich nicht so einen riesen Abstand, wie es hier dargestellt ist, sondern das schaut dann recht ansehnlich aus. So, ja, wenn ihr dann ein Template gefunden habt, das muss ja nicht das Allrounder sein, dann ladet es euch runter, und zwar für eure Version Joomla 3 bzw. 3.1. Das wäre diese hier. Ich habe das schon runtergeladen. Dann wechselt ihr zu eurer Admin-Oberfläche, klickt auf Erweiterungen, weil wir haben jetzt da schon umgestellt von Englisch auf Deutsch. Mittlerweile heißt das Erweiterung, nicht mehr Extensions. Und auch nicht mehr Extensions Manager, sondern das heißt dann noch einmal Erweiterungen. Ihr klickt da drauf, sind wir wieder bei dem Punkt Paketdatei hochladen, und das kennen wir ja schon, die Datei einfach auswählen und dann mit einem Klick auf Hochladen und Installieren, ja, hochladen und installieren, so wie es drauf steht. Ich habe das schon getan, ich werde das jetzt nicht nochmal hochladen und installieren. Wenn ihr das dann erfolgreich
hochgeladen habt, das wird euch dann wieder hier rechts oben, links oben angezeigt, dass der Upload und die Installation erfolgreich waren. Wechselt ihr dann in den Menüpunkt Templates. Und auch das kennen wir schon. Die Standard Templates werden hier ebenfalls mit einem gelben Pfeil angezeigt. Es gibt immer zwei Templates, weil wir haben ja auch quasi zwei Seiten. Einmal das Frontend für eure Besucher und einmal das Backend für euch als Administrator. Momentan sind diese beiden Templates aktiv. ISIS ist das Template für die Admin-Seite und dieses fürs Frontend. Wir wollen aber jetzt das Allrounder als Standard haben. Ihr aktiviert es mit einem Klick auf den Stern. Ihr kriegt die Nachricht, dass dieser Stil auf Standard gesetzt wurde. Will man natürlich auch gleich angucken, ob sie jetzt tatsächlich was verändert auf meiner Homepage. F5 und Tatsache, das Template ist schon da. Wir wollen das natürlich jetzt anpassen und für das Allrounder, man klickt einfach drauf, gibt es unzählige Einstellmöglichkeiten, wie gesagt, zum Beispiel auch ein Logo kann konfiguriert werden. Ich nehme das jetzt einmal gleich als erstes wieder rein, weil das habe ich vorher schon rausgenommen. So, und wenn ich jetzt wieder refreshe, haben wir hier oben das Allrounder Logo. Das muss natürlich nicht zwingend das Allrounder Logo sein, das kann ein Logo von eurer Webseite sein. Ja. So, jetzt ist das Logo wieder drin. Beim Speichern kommt man immer wieder auf dieses Bild zurück. Dann muss man wieder auf Optionen gehen, auf Logo. Man kann hier die Datei ändern. Es ist recht intuitiv zu bedienen. Das meiste ist selbsterklärend. Wo man halt dann nicht weiß, was damit gemeint ist, geht man einfach mit dem Maus drauf und man bekommt dann Hilfetext. Ist korrekt, der Hilfetext ist leider in Englisch, aber ich bin mir sicher, das kann jeder irgendwie und sei es mit einem Google Translator übersetzen. Was auch noch recht genial ist an der ganzen Sache, sind die Colors, die Farbeinstellungen von dem Template. Man kann hier einfach draufklicken, man kann die Farben entweder manuell eingeben oder halt mit der Maus auf dieser Farbpalette. Wie man sieht, fast grenzenlos. Echt Hammer, das Ding. Die Dropdown-Menüs, wie die halt, welche Farben die haben, das will ich euch auch noch zeigen. Und zwar auf der Demo-Seite sieht man das ganz gut. Das sind recht hübsch animierte Menüs, mit denen kann man schon was anfangen. Ob einem jetzt die Farbe gefällt oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Aber es schaut meiner Meinung nach recht ansprechend aus. Okay. Sonst irgendwas? Das globale Template Layout, da kann man jetzt Sachen einstellen, wenn das Template dynamisch ist, also wenn sich die Breite verändert, dann ist die maximale Breite von dem Template halt hier einzustellen und wenn man es auf fixiert stellt, ist die Breite hier einzustellen. Das ist echt nicht so schwierig, wie man vielleicht glaubt am Anfang. Probiert es ein bisschen herum, klickt es herum, versucht euch dran und wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, postet die einfach. Ich werde versuchen, die so schnell wie möglich zu beantworten. Natürlich würde mich ein Like freuen oder wenn jemand so gut bereit ist, den Kanal zu abonnieren. Und ja, ich verbleibe ganz einfach so. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Erstellen eurer Homepage. Und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen bzw. hören. Ciao.